Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier bei Autoverrückt. Heute soll es mal einen Langzeittest oder ein Update zum Sonax Brilliantwachs 1 geben. Ich habe das Brilliantwachs 1 vor inzwischen etwas über 6 Wochen auf der E-Klasse aufgetragen. Ich bin in der Zeit quasi nur Autobahn gefahren und wirklich sehr oft bei Regen. Wir haben halt Herbst, also ziemlich schlechtes Wetter. Gewaschen habe ich den Wagen in der Zwischenzeit, glaube ich, 2-mal. Natürlich wie üblich mit pH-neutralen Produkten. Und ja, weil wir inzwischen wieder einige Verschmutzungen auf dem Lack drauf haben, schäume ich den hier einmal mit der Schaumlanze an der Waschbox ein, um ja, den groben Schmutz so ein bisschen entfernen zu können, damit wir gleich ein besseres Bild bekommen. Ich denke, dieser Snowfoam hier sollte auch pH-neutral sein, soweit ich informiert bin. Deshalb ja, kann man auch hier ohne Probleme die Waschboxlanze nutzen. Ja, dann beginne ich mal mit dem Hochdruckreiniger hier den Wagen abzuspülen. Also wir können hier sehen, ne, das Dach zeigt auf jeden Fall noch eine ordentliche Versiegelungsleistung. Der Wasserfilm zieht sich schnell zusammen, es bilden sich keine großen Wasserlachen. Das macht einen guten Eindruck, aber klar, das Dach ist natürlich auch nicht großartig beansprucht. Da sollte eine Versiegelung auf jeden Fall auch gut halten. Ne? Die Heckklappe hier oben drauf müssen wir aus der Wertung rauslassen. Da hatte ich andere Produkte zwischenzeitlich getestet. Das bitte nicht beachten. Aber der Heckbereich, ne, da ist natürlich auch das Brilliantwachs 1 drauf gewesen hier. Also untere Stoßstange und so. Und da muss man sagen, hat die Versiegelungsleistung doch arg nachgelassen. Ne? Ihr seht das hier, der Wasserfilm zieht sich nicht mehr wirklich schnell zusammen. Es bilden sich Wasserlachen. Ne? Das gefällt mir nicht so gut. Allerdings muss man dem Produkt zugute halten, dass man halt, wie gesagt, bei Autobahnfahrten im Regen da eine starke Beanspruchung durch das Spritzwasser hat. Ansonsten der Seitenbereich, ne, auch noch gutes Verhalten. Hier sieht man auch ganz klar, dass sich der Wasserfilm zusammenzieht. Wie gesagt, wir haben jetzt hier auch noch ein paar Restverschmutzungen drauf. Ne? Ich habe den Wagen ja jetzt nicht komplett mit Eimerwäsche gewaschen. Aber hier kann man schon mal einen Eindruck bekommen. Also den oberen Seiten sieht das alles sehr gut aus. Und unter dieser Chromleiste haben wir dann das gleiche Verhalten wie an der Heckstoßstange. Da hat die Versiegelung einfach nachgelassen. Ne? Das ist natürlich auch wieder ein Bereich, der immer durch das Spritzwasser ausgesetzt ist und wirklich stark beansprucht ist. Hier auf der Haube sieht die Versiegelung soweit noch gut aus. Im vorderen Bereich, ja, es ist etwas abgeschwächt worden. Auch hier haben wir dann Spritzwasser von vorausfahrenden Fahrzeugen, aber alles in allem ist das dennoch ein recht solides Ergebnis hier auf der Haube. Ja, jetzt gucken wir uns das nochmal einmal hier im Detail an. Also hier kann man nochmal ganz gut die Tropfenbildung erkennen. Also ich würde sagen, die Tropfen sind nicht mehr so perfekt kreisrund wie am Anfang, ne? Kann man vielleicht nochmal im Vergleich das alte Video angucken. Also die Tropfen sind ein bisschen kantiger auf jeden Fall. Allerdings ist auf jeden Fall noch eine ordentliche Versiegelungsleistung vorhanden hier in dem Bereich. Das kann man auf jeden Fall erkennen. Also der Wasserfilm zieht sich ohne Probleme zusammen. Das sieht soweit ganz gut aus. Ja, und hier im unteren Bereich, wie gesagt, wird es interessanter. Da kann man jetzt wirklich ganz gut erkennen, wie die Versiegelung hier wirklich nachgelassen hat. Ne? Wie gesagt, hier haben wir durch die Regenfahrten eine starke Beanspruchung und da ist nicht mehr wirklich viel von der Versiegelung vorhanden. Hier im oberen Bereich haben wir dann die schönen Perlen und im unteren Bereich haben wir dann einfach nur einen kompletten Wasserfilm. Ja, dann schauen wir uns hier mit der Gießkanne noch einmal das Ablaufverhalten an. Ja, was soll ich sagen, ne? Macht einen guten Eindruck. Das Wasser läuft hier in den oberen Bereichen immer noch sehr schnell ab. Das sieht soweit gut aus. Allerdings auch hier, wenn ich in den unteren Bereich gehe, ich hoffe, man kann es erkennen, dann zieht sich der Wasserfilm hier ungefähr auf der Höhe der Chromleiste nicht mehr wirklich gut zusammen. Ne? Also auch da kann man wieder sehen, ja, auf dem unteren Bereich ist einfach die Versiegelung so gut wie weg. Ja, als Fazit kann ich sagen, das Brilliantwachs 1 für den Preis von roundabout 13 Euro auf jeden Fall kein schlechtes Produkt. Allerdings haben wir so ein Verhalten, was man ja typischerweise bei den üblichen Kanauberwachsen sieht. Ne? Nach ein paar Regenfahrten, gerade jetzt in der Herbst- und Wintersaison, lässt dann die Wirkung nach einigen Wochen doch nach. Da sollte man, wenn man länger was von dem Wachs hat,
einfach nach jeder Wäsche einmal kurz mit dem Sonax Brilliant Shine Detailer oder einem ADBL Synthetic Spray Wax oder so über den Lack gehen, dann hat man eine neue Opferschicht auf dem Lack drauf und dann hält das Ganze auch ohne Probleme eine Saison. Allerdings, wenn man wirklich den Wagen nur wäscht und die Versiegelung nicht auffrischt, würde ich sagen, hat man wirklich ja, maximal 2, 3 Monate Spaß daran, weil wir sehen hier, nach etwas über 6 Wochen ist die Versiegelung in den beanspruchten unteren Bereichen bereits beinahe weg. Ja, ich hoffe, dieses kurze und unstrukturierte Video hat euch dennoch gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen und in dem Sinne, bis zum nächsten Video hier bei Autoverrückt. Ciao.